Drohnen hat sich jetzt so der Fachbegriff, also für fliegende Drohnen, Unmanned Aerial Vehicles, UAVs, eingebürgert. Und die decken immer noch ein riesiges Spektrum ab von mittlerweile auch vorhandenen Flugkörpern, die so groß wie Bienen oder Libellen sein sollen, über tatsächlich auch Geräte in der Größe von Modellflugzeugen. Oder sehr beliebt sind da sogenannte Quadrocopter, rund mit 4 Rotoren, mit einem Durchmesser von etwa 1 Meter, bis hin zu den ganz großen Aufklärungsdrohnen, die fast so groß sind, also die so groß sind wie eine kleine Passagiermaschine. Jetzt gibt es aber ja nicht nur Überwachungsdrohnen, sondern auch Kampfdrohnen. Ich habe neulich in einem Bericht gehört, dass beim US-Militär mittlerweile 4-mal so viel Pilotinnen und Piloten für den Einsatz von Drohnen ausgebildet werden als reale Personen, die dann hinter einem, in einem Cockpit eines Flugzeuges sitzen. Wie hat sich denn die Kriegsführung durch Drohneneinsätze verändert in den letzten Jahren? Na, bis jetzt sind das ja vor allem die USA und weiter hinter Großbritannien die sogenannte bewaffnete Drohnen einsetzen, vor allem in Afghanistan und Pakistan, aber auch in Jemen und Somalia und zuletzt auch intensiver bei der NATO-Intervention in Libyen kamen diese bewaffneten Drohnen zum Einsatz. Die werden überwiegend gesteuert, vor allem auch von Geheimdienstmitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den USA selbst. Also die Distanz hat sich ganz wesentlich vergrößert, aus der da gekämpft wird. Dadurch haben auch die, die bekämpft werden, sozusagen gar keine Chance mehr, sich auch zu ergeben, aber auch sozusagen effektiv zu wehren. Und es ist natürlich dann auch viel weiter von der Öffentlichkeit und der Debatte entfernt. Also insgesamt bewegt sich so die Kriegführung stärker in so eine geheimdienstliche Sphäre. Ich möchte noch hinzufügen, weil jetzt der Unterschied aufgemacht wurde zwischen Aufklärungs- und bewaffneten Drohnen. Vieles von dem, was ich jetzt gesagt habe, gilt im Grunde für Aufklärungsdrohnen genauso, weil der Unterschied zwischen Aufklärung und Bekämpfung, Aufklärung und Wirkung, wie das Militär sagt, ob das von einer einzigen Plattform ausgeht oder ob eben die Drohne ein Ziel markiert und dann von weit weg eine Cruise Missile oder ein Luftangriff auf dieses Ziel durchgeführt wird, der Unterschied ist letzten Endes so groß gar nicht mehr. Nun gibt es ja von General Clausewitz das berühmt-berüchtigte Zitat, dass Krieg Politik mit anderem Mittel sei. So pervers es vielleicht für den einen oder anderen erscheint, hat ja der Krieg trotzdem einen legalen Rahmen. Also es gibt internationale Gesetze, zum Beispiel die Genfer Kriegsrechtskonvention, die gewisse Dinge erlaubt oder eben auch nicht erlaubt. Wie ordnet sich denn ein Krieg, der auch mit Drohnen geführt wird, in dieses internationale Rechtssystem, wie wir es derzeit haben, ein? Ich finde es da tatsächlich grundsätzlich wichtiger, eigentlich die Diskussion politisch zu führen. Aber rechtlich ist es auf jeden Fall eine riesige Grauzone, die da entsteht. Da ist es theoretisch schon irgendwie legal, andere Menschen zu töten und auch auf eine hohe Distanz. Das ist ja auch andere Menschen auch zu töten ohne Verfahren, Urteil und so weiter. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Grund, warum viele Leute gegen den Krieg sind, warum der Krieg auch grundsätzlich mit Menschenrechten nicht zu vereinbaren sind, ist. Es ist aber so, dass so eine Form des Krieges, also der völkerrechtlich die Implikation hat, dass man Menschen mal einfach so töten kann, wenn sie am Krieg teilnehmen, so eine Form des Krieges haben wir eigentlich gar nicht, weil da geht es um zwischenstaatliche Kriege. Nun ist es so, dass die USA und Pakistan, wo ja ein ganz großer Teil der Drohnentötungen stattfindet, die in einem Friedenszustand sind. Und auch in Afghanistan handelt es sich formal, aber das ist auch politisch bestimmter Rechtszustand sozusagen, um einen bewaffneten Konflikt, einen nicht internationalen bewaffneten Konflikt. Das heißt, die ISAF-Truppen, auch die USA, sind da, um der Regierung Afghanistans, die sie ja vorher eingesetzt haben, sozusagen bei der Rechtsdurchsetzung zu helfen. Und da kann natürlich die Exekution von irgendwelchen Leuten, die man als Kriminelle oder Opposition brandmarkt, natürlich auch nicht rechtens sein. Das Gleiche gilt dann noch viel mehr für Situationen wie in Jemen oder Somalia, wo ja auch kein offizieller Kriegszustand herrscht und schon gar nicht mit den USA. Die USA sind da auch nicht angegriffen worden oder so von und in diesen Staaten. Also es gibt theoretisch eine Rechtsgrundlage in internationalen bewaffneten Konflikten,
Auch da ist es im Einzelfall, würde ich sagen, so gut wie noch nie gegeben. Die Grundlage dafür, dass man Leute tatsächlich erschießen kann, ohne dass die sich irgendwie wehren oder ergeben dürfen. Aber den Zustand haben wir de facto gerade nicht. Und daran sieht man eben auch, dass auch die Zuschreibung, die legale Zuschreibung von Konfliktszenarien letzten Endes eine politische Angelegenheit ist. Und ich finde, die Kritik muss dann auch eher politisch als juristisch erfolgen. Dann kommen wir doch gleich mal zur Politik. Vor einigen Wochen wurde auch im Deutschen Bundestag über die Anschaffung bewaffneter Drohnen diskutiert. Unter anderem Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière war es, der in einer Aktuellen Stunde des Bundestages für deren Anschaffung plädiert hat. Wie ist denn derzeit der aktuelle Stand in der Debatte um bewaffnete Drohnen für die Bundeswehr? Na, die Debatte ist ein bisschen eine Scheindebatte, weil die Bundeswehr schon ganz lange daran arbeitet, bewaffnete Drohnen anzuschaffen. Nicht bewaffnete Drohnen hat sie ja schon in jeder Größe. Also vom Flugzeugmodell-Dimension bis zum Eurohawk. Also sie hat unbewaffnete Drohnen schon. Sie forscht spätestens seit 2004 an bewaffneten Drohnen, hat dazu auch schon Rüstungsaufträge, konzeptionelle Planung etc. und all das gemacht. Meiner Meinung nach geht es bei der Debatte, die also ganz nachweisbar auch wesentlich aus dem Verteidigungsministerium angetreten wurde, vor allem darum, sozusagen die diskursiven Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass der Einsatz dieser bewaffneten Drohnen dann, wenn die mal angeschafft sind, sozusagen auch gegenüber der Bevölkerung zu rechtfertigen und durchsetzbar ist. Da ist es natürlich nicht schlecht, wenn man vorher schon ein, zwei Jahre darüber diskutiert hat, in einem vorher wohl abgesteckten Rahmen. Die Informationsstelle Militarisierung beschäftigt sich jetzt schon seit längerem mit dem Thema Drohnen. Was sind denn aus eurer Sicht vielleicht abschließend die politischen Forderungen, die sich daraus ableiten? Also ganz klar sind wir natürlich gegen die Anschaffung bewaffneter Drohnen. Wir sind auch dagegen, dass sich Deutschland an solchen Capture-or-Kill-Listen beteiligt, wo eben dann Informationen zum Beispiel auch von der Bundeswehr einfließen, auf deren Grundlage dann Leute auf so eine Liste gesetzt werden und getötet werden. Und darüber noch weit hinausgehend sind wir dafür, dass es sozusagen ein internationales Regime gibt gegen den Einsatz von Kampfdrohnen und gezielte Tötungen. Das sind aber recht konkrete Forderungen und wir bleiben da eigentlich nicht stehen. Wir wenden uns auch gegen die Weiterentwicklung von Drohnen zur inneren Aufstandsbekämpfung und auch zur Überwachung und Unterdrückung der Bevölkerung jenseits des Waffeneinsatzes. Das wird sich natürlich politisch so leicht nicht umsetzen lassen, aber deswegen interessieren wir uns gerade ganz stark dafür, wo überall diese Drohnen entwickelt und zu denen geforscht werden. Und das ist an fast jeder auch zivilen Hochschule in Deutschland zum Beispiel der Fall. Und wir versuchen da jeweils darauf hinzuwirken, dass da zumindest mal ein bisschen eine Debatte und eine Reflexion darüber stattfindet, inwiefern man sich da an einer neuen Technologie beteiligt, die nicht nur tödlich ist, sondern eben auch die, wie du es vorhin gesagt hast, die Fortsetzung einer Politik der vollständigen Überwachung und Durchleuchtung und Verunsicherung der Bevölkerung mit technischen Mitteln vorantreibt. Also wir versuchen da weit über die konkreten politischen Forderungen hinauszugehen. Das sagt Christoph Marischka von der Informationsstelle Militarisierung aus Tübingen. Wenn ihr mehr